guten Morgen und willkommen in der neuen Woche. Ja. Wir sind richtig am Genießen. Wir stehen auf einem kleinen Campingplatz hier. Zeige ich euch gleich. Es ist goldig, ne? Ja, der Platz. Süß. Also, und der Betreiber. Der Betreiber, der wohnt selber hier drauf. Es ist einfach kein Luxus, aber für uns fühlt es als Luxus an. Es gibt eine Toilette und dann gibt es Außenduschen ein paar, einfach auf eine Palette mit Duschschlauch. Ja. Und aber reicht völlig aus. Direkt am Wasser, wir haben jeden Tag Wind, also morgens ist der Wind direkt volle Kanne da. Ja, bis direkt ungefähr am Wasser. 3 Uhr, dann geht er runter und abends ist windstill, also perfekt zum Runterkommen. Ja, und man hat hier Bäume verschatten mit das schönste Blick auf den Bucht hier. Also so wir sieht schauen das aus. Schon mal den Kitern zu, ja. Und frühstücken jetzt erstmal hier. Kai war gerade im Dörfchen. Ja. Du bist mit dem Fahrrad, gibt so ein kleines Lädchen, einfach wenn man ein bisschen was braucht. Ja, dann dürfte das Fahrrad vom Nachbarn ausleihen. Genau, bin dann muss man das Auto nicht nehmen. Und hab auch was mitgebracht. Schau, das soll typisch hier Griechenland sein. Das ist so eine Art Blätterteig, gefüllt mit Feta, glaube ich, oder so in der Art. Oh, lecker. Ja, also das gibt es jetzt als Frühstück. Und wir sind so richtig angekommen im Süden, würde ich mal sagen. Es geht richtig gut, wir surfen viel und surfen, essen, schlafen. Ja, so das ungefähr. Ist eigentlich das, was wir machen. Ja. Guten. Gut, danke. Übrigens im Süden sind ist unsere Morgenroutine anders geworden. Wir trinken keinen Kaffee mehr auf dem Bett, weil es wird bis zu warm. Wir stehen direkt auf, setzen uns mit den Stühlen hier vor und trinken da gemütlichen Kaffee. Ja. Aber nicht, dass ihr denkt, es ist super warm in unserem Bus und wir können kaum schlafen. Stimmt. Ich finde, es ist abends richtig angenehm. Wir haben aber auch die Türen offen, genau, die Flügeltüren die ganze Nacht. Mit Türen aufschlafen und dann haben wir das Dachfenster öffnen und dann es lüftet ja auch eine ganze Zeit was. So. Ist gut, hier windet es dann echt auch nachts wieder. Ja, und mega angenehm. Ja. Keine Moskitos bisher. Nee, das stimmt. Also vielleicht haben wir einfach Glück. Aber ich glaube auch durch den Wind, wenn es windstill ist, dann kommen sie schon ein bisschen. Aber also ich schlafe sehr, sehr gut die ja. ganzen Tage. Normal schlafe ich schon gut, jetzt bin ich einfach noch besser. Tiefenentspannt. Ja. Oder du schläfst so gut, weil du so fertig bist, weil du so viel aufs Wasser gehst. Vielleicht eine Kombination beides, ja. Ja, sehr dann schön. Gehen wir mal aufs Wasser. Genau, wir starten mal in den Tag. Herrlich auf dem Wasser. Wir sind wieder zurück. Nach einer zweiten Session sogar schon. Ja. Ich war Windsurfen, du Wingen. Jetzt waren wir gerade beide noch Wingen. Frisch geduscht bin ich. Du musst noch drunter springen. Ja, ich freue mich schon.
die Augen, das Salz auf die Augen. Es ist schon heftig für die Augen hier, weil das helle Sonnenlicht, die trockene Luft und auch ständig die, der Wind in der Auge. Das Salz, sehr salziges Wasser. Aber vor allem auch die, die heiße, warme Luft. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber es geht. Ich kann noch was sehen, aber ich glaube, ich muss schon auch mal eine Sonnenbrille tragen vielleicht. Auf dem Wasser bringt das aber auch nichts. Wir haben keine für aufs Wasser. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Jetzt setzen wir uns hin. Ja. Du gehst duschen. Wir müssen alles aufräumen. Ja. Und dann geht's nachher los ins Restaurant. Ja. Das haben wir erzählt schon, glaube ich. So, und so sieht diese Dusche aus. Da, wo die Palette steht, das ist die Dusche. Also schön im Freien. Da liegt noch die Seife. Und das Seifensäckchen, Duschkopf, Palette, perfekt mit Blick aufs Meer. Ja, und sonst außer der Dusche gibt es auch gar nicht so arg viel mehr. Außer Staub und Plätze, die Toilette noch, genau, aber alles was man eben so braucht. Hier liegt unser Zeug zu trocknen und heute Morgen sind einige gefahren, deshalb ist es so leer. Also hier stehen wir. Da drüben sind auch alles noch Plätze. Da stehen welche. Da vorne unter dem Baum saßen wir heute Morgen. Und dahinter ist direkt das Meer. Also nicht weit zum aufs Wasser gehen. Und hier haben wir dann die Toilette. Einfach ein kleines Häuschen. Völlig ausreichend. Solarlampe lädt schön für heute Abend. Und genau, dann hätte ich gesagt, ab unter die Dusche mit dir. Ja, mache ich jetzt. Thank you.
Und wie jeden Morgen trinken wir natürlich erstmal wieder unseren Kaffee vorne unter den Bäumen. Abendessen war richtig lecker. Wir hatten es übrigens auch eigentlich gar nicht erzählt. Ich dachte, wir haben schon erzählt, ich war völlig verwirrt. Haben wir aber nicht. Und zwar der Besitzer hier vom Camping. Dimitri. Ja. Der spielt, wie heißt er auch nochmal, Bazooka? Ja. Bazooka, oder diese Bazooki, ja, so. Diese griechische Gitarre. Und der spielt da immer donnerstags mit Live-Musik, dann isst man da gemütlich und boah, verrückt, wie man so gut spielen kann. Ja. Ich fand es richtig. Und die ganze Atmosphäre in so einem Restaurant, der ist dann einfach auch direkt, sobald die ersten Noten irgendwie gespielt werden, ist direkt so, boah, herrlich entspannt. Warmer Abend, gutes Essen, Musik. Ihr habt es ja gesehen, es war einfach richtig schön. Und es ist so beeindruckend, wie die dieses Instrument spielen. Die können nebenher kurz aufhören, einen Schluck trinken, oh, jemand grüßen und dann steigen sie wieder ein, ohne irgendwie einen Fehler, dass man direkt wieder reinkommt. Das ist echt, echt verrückt. Genau, also das war auf jeden Fall ein richtig schöner, gelungener Abend. Ja, und jetzt starten wir wieder. So gehen unsere Tage. Kaffee morgens, frühstücken, aufs Wasser, Mittagessen, aufs Wasser, essen. Das sieht aber für heute noch so aus. Die kommenden Tage wird es eher windstiller. Wenn die Vorhersage stimmt, haben wir da mal ein paar Tage keinen Wind. Vielleicht auch ganz schön. Ja. Vielleicht sehen wir dann was von der Insel. Genau. Und wir lassen uns einfach gut gehen. Genau. Ich bin gespannt, was schon so noch kommt. Ja, dafür müsst ihr aber eine Woche warten. Ja, bis dahin. Macht's gut. Tag. Dui.